Dings gehen wir einfach kurz da Dings bei DM da. Kurz. Jetzt kurz eine Sekunde bin ich schon draußen. Okay. Hey Leute, guten Morgen. Ich sehe gerade nichts, es ist so hell. Wir gehen jetzt ins Fitness. Es ist ziemlich früh. Also die letzten Tage haben immer voll spät gebracht, aber diesmal. Your scary is holding with jeans when it's showing. Ha na when it's going. Hey, I just met you. Ja, ich habe mich heute mal aufgerafft, beziehungsweise die letzten Tage einfach so das Gefühl gehabt, dass ich nicht, dass ich halt nicht so viel Zeit habe. Und jetzt dachte ich, ich gehe mal wieder seit langem. Ich hab dich und ja, er rafft mich auf. Mein Fitnesstrainer. So, ich bin jetzt gerade im Fitnessstudio. Juli ist irgendwo, macht sein Ding. Ich mache mein Ding. Ich mache jetzt gerade Bauchübungen. Also ich habe jetzt schon mich aufgewärmt auf dem Crosstrainer. So, wir sind wieder zu Hause. Ich bin wieder zu Hause. Das ist gerade. Und hier und okay. Jetzt. 10. Lang. Mal. Mila, du spielst es falsch. Darfst du hier aber draufstehen? Wir kriegen jetzt gleich Besuch von unserer Mutter. Und Ulrich, also falls ihr euch an ihn erinnern könnt, das ist der Filipino, der gerade bei meiner Mutter wohnt, also mein Onkel. So Leute, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Guckt mal. Tippitoppi. Mit Matratze und so weggemacht. Jetzt sieht es wieder bewohnter aus. Und nicht wie eine Messi-Bude. Oh, wie süß Mila ist. Mein Junge, kleine Mausi. Oh, Akku aufladen. Mausi, kleine. Wir haben uns überlegt, also einen neuen Käfig zu holen und noch einen viel größeren für Bubbele und Bubbelina. Haben mal geguckt im Internet. Und wir haben einen gefunden, der ist von der Länge her wie unsere TV-Bank. Und ja, wir haben ein Problem, wo wir es hinstellen sollen. Das ist nämlich erstmal bei uns die Frage, weil wir haben hier keinen Platz. Eigentlich am besten wollten wir hier so einen Eckkäfig holen. Ich bestimmt die Mutter. Ma, hallo? Was ist da? Zu Hause. Oh, wir klingen gleich, wir sind da bald. Okay, bis gleich. Ein Eckkäfig hier. Der hier zum Ecke geht und hier. Aber das gibt's irgendwie nicht. Deswegen müssen wir uns erstmal da eine Lösung überlegen. Weil, was jetzt denn hier? Bubbelina! Ich hab den ihr Stall erst gestern geputzt. Und da spuppelt er da oben. Naja, ich lieb die zwei. Psst! Hallo. Ich erwisch deine. Die werden am Mittwoch zum Tierarzt gebracht und sterilisiert. Oder kastriert. Nee, sterilisiert, gell?
So, mittlerweile war meine Mutter hier und der Ulrich, aber der Akku von der Kamera war leer, deswegen habt ihr es einfach nicht mitbekommen. Und gerade eben habe ich einen Anruf von meiner Mama bekommen, ob ich eine philippinische Freundin von ihr zum Flughafen fliegen kann heute. Weil sie nicht weiß, wie sie da hinkommen soll und sie kann niemand fahren. Und dann habe ich mich bereit erklärt, aber wir holen jetzt, also die Freundin hat einen Mietwagen gemietet, weil wir mit unserem Kia, also das, als ich meine Tante Lolli zum Flughafen gebracht haben, war es schon so sehr kritisch. Und deswegen hat sie einen Mietwagen für uns gemietet und den holen wir jetzt ab. Schreibt in die Kommentare, Mila ist süß, wenn ihr sie süß findet. Kleine, mach doch nicht deine Beine immer breit. Ach Leute, heute ist übrigens ein toller Tag, weil wir heute Flugtickets aus den Philippinen gebucht haben. In 2 Wochen geht es für uns auf die Philippinen. Voller Zufall auch, also wir gehen gerade, also wir gehen zu dem Zeitpunkt, also wir gehen nur für 2 Wochen und wir gehen zu dem Zeitpunkt, wo Kalayawan ist. Für die Filipinas da draußen aus dem Süden kennen Kalayawan Festival. Oh shit. Das letzte Mal, als wir das mitgefeiert haben, war vor 8 Jahren. So lange ist es ja. Nee, vor 10 Jahren. Vor 10? Was laber ich für eine Scheiße? Vor 10 Jahren, so lange ist es ja. Ja, und wir hatten auch voll Glück. Zu dem Zeitpunkt, wo wir fliegen, haben wir auch voll günstige Flugtickets bekommen. Auf jeden Fall die sich interessieren, auf die Philippinen zu gehen, man kriegt echt voll die Schnäppchenflüge manchmal. Also Schnäppchen bedeutet für uns 500 Euro. Weil 500 Euro ist echt schon so krass, ey, Schnäppchen. Auf die Philippinen. Wir fliegen insgesamt 19 Stunden, gell, sind wir unterwegs. 13 nach Singapur, dann 3 Stunden nach Manila und 3 Stunden Aufenthalt in Singapur. Und dann noch nach Davao eine Stunde. Nee, fast 2. Wir müssen aber einen Tag in Manila chillen, weil es fliegt kein Flug mehr nachts. Ja, ihr seht dann wieder unsere kleinen Schwestern. Ich habe sogar heute ein bisschen geheult, als wir die Flugtickets geholt haben. Wieso alle? Wie geil. So, wir sind jetzt hier gerade bei der Autovermietung, haben jetzt unseren Mietwagen abgeholt, um eigentlich meine Tante zum Flughafen zu fahren. Aber wir haben dann auf ihren Papieren gesehen, dass... Komm mal. Das ist okay. Haben dann festgestellt, dass sie eigentlich erst morgen fliegt. Und deswegen ja, fahren wir sie morgen morgen fahren wir oder müssten wir sowieso nach Mannheim, deswegen ist es nicht so schlimm, weil es dann auf dem Weg ist und so. Und ja, also haben wir heute ein neues Auto. Wir haben jedes Mal ein anderes Auto, Leute. Ich hätte gerne ein Jufka. Ohne Tomate, ohne Zwiebel, mit Mais und mit Maroni. Ja, ich bitte. Ja. Und viel Soße. Und wenig Fleisch. Mais und Maroni, ja? Mais, Maroni und wenig Fleisch. Okay, zumindest? Zumindest. Jufka Time! Hier ist ihr Döner. Sie an. Wow, die haben uns mal mehr Servietten gegeben. Alter, nur das nächste Mal immer zu mitnehmen. Die haben uns 4 Servietten gegeben sogar. Alter, kennt ihr das? Bei denen. In Dönerläden kriegt man nur eine einzige Serviette. Wirklich nur ein. Ist mal 4. Ist bei euch auch so, oder was? Ist bei euch auch so. Ey, alle Dönerläden da draußen, ey, gib mal mehr Servietten, ganz ehrlich. Seid nicht so geizig. Anna hat aber gesagt, dass ich mir Servietten...
So, wir sind jetzt auch wieder zu Hause. Katja ist im Zimmer und guckt philippinische Serien. Und wir machen jetzt. Was machen wir? Copacabana. Copacabana, das ist so ein Cocktail, oder? Nee. Was ist das? Ein Getränk Frucht. Halt? Doch, Fruchtcocktail. Fruchtcocktail. Und zwar für die Leute, die es nachmachen wollen, da kommt Apfelsaft rein, nee, Orangensaft rein, dann Banane, gefrorene Erdbeeren. Also eigentlich sollten, glaube ich, alle Dinger gefroren sein, gell? Nee, alle nur Früchte. Ananas und Erdbeere. Ah, Ananas und Erdbeeren sollten aber gefroren Ananas sein. Ist auch nicht gefroren. Warum hast du nicht einfach, ja. Hm? Ja, ich mache das Eiswürfel rein, dann das ist so, weil es muss so ein bisschen wie Slush-Eis sein. Okay, aber ich weiß, halt, ob das, ich weiß nicht, ob das mein Pürierstab mitmacht. Ja, muss. Hat es die Eiswürfel jetzt geschreddert oder nicht? Mein Mixer hat es drauf. So. Ey, deine Haare, die machen sich überall breit, gell? Hä? Nee, das ist nicht meine. So, und das geht auch. Schwarz ist lange Zeit. Wir haben jetzt noch ein bisschen Fernsehen geguckt. Und jetzt gehen wir schlafen. Morgen müssen wir richtig früh aufstehen, deswegen gehen wir heute ein bisschen früher schlafen als sonst. Und fahren nach Frankfurt. Und dann werden wir den ganzen Tag in Mannheim verbringen und das werdet ihr dann auf jeden Fall alles sehen, weil es wird sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber egal, ihr werdet es dann morgen sehen. Tschüss!